auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Benni, ich fand, ihr habt gut begonnen, wart am Anfang zumindest die dominantere Mannschaft, später gut. Kirchfeld hat dann auf jeden Fall gewonnen. Ja, wie kam's und wie siehst du das Spiel? Ja, ich sag, wir haben gut begonnen, das haben sie richtig analysiert. Ich denke so ein bisschen, dass wir in der ersten Halbzeit 3-4 richtig gute Chancen hatten. Dass man einfach, diese Regenpause hat uns so ein bisschen durcheinander gebracht, dass wir dann nach 35 Minuten irgendwo aufgehört haben. Und unterm Strich sage ich, die erste Halbzeit war nicht schlecht. Auch die zweite war in den Ansätzen nicht schlecht, aber haben dann viel durchgewechselt. Und Kirchfeld hat dann die Lücken, die wir ihnen geboten haben, gut genutzt und haben halt dann die zwei Tore mehr gemacht. Wie läuft die Vorbereitung? Ja, schlecht läuft die Vorbereitung nicht. Wir sind zwar momentan noch nicht vollzählig, haben halt viele neue Spieler, viele junge Spieler, aber talentierte Spieler und haben auch einige Abgänge. Wir müssen uns halt noch ein bisschen finden und wir haben jetzt dazu noch 2 Wochen Zeit. Und ich denke, dann sind wir gut gewappnet fürs erste Spiel und schauen dann einfach, dass wir da müssen wir da sein. Und da geht es um die 3 Punkte. Heute war es ein Freundschaftsspiel, um was zu testen und gegen Dorlach-Aue zählt es dann. Was denkst du, was sind die größten Veränderungen jetzt in diesem Sommer gewesen? Was sind die größten Veränderungen? Wir haben halt einige gute Spieler wie Nick Petlach verloren, noch einige andere, aber es ist egal, wir sind jetzt verjüngt, wir haben eine neue Mannschaft. Klar, wir haben ein paar Lieder verloren mit Jens Helfrich, auch Matze Dörrich im Tor, aber unterm Strich sind wir jetzt eine andere Mannschaft. Wir sind halt einfach jünger, wir sind, vielleicht etwas unreifer, dafür aber lauffreudiger. Und jetzt muss man einfach sehen, wie man sich da findet. Jetzt zählt halt die Mischung, ob die passt. Und ich denke momentan, dass sie nicht schlecht passt. Wir müssen halt noch einiges verbessern. Ist es zu früh zu sagen, was man ja dieses Jahr von eurer Mannschaft erwarten kann oder was für Ziele ihr anpeilen wollt? Ja gut, für einen kleinen Verein wie Bilfing, so viele Ziele kann es nicht geben. Aber das erste Ziel ist klar, dass wir die Klasse halten möchten. Das ist auch ein mögliches Ziel, was wir haben können. Und alles, was dann daraus besser noch wird, ist dann positiv. Und ich denke aber, dass wenn wir alle an einem Strang ziehen und ein Team sind und uns finden, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, die Klasse auf jeden Fall zu halten. Benni, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Wünsche ich Ihnen auch und danke für alles. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.